Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Project Awesome 2 Kappa Mode. So, hier hat sich schon etwas sehr verändert. Und zwar habe ich hier noch ein paar Crafting Crow Processing Units stehen. Die bringen zwar nichts, hier noch ein paar Kohleblöcke. Die bringen auch nichts, das sind nur Markierungen für sowas hier. Ich bin momentan dabei, hier so ein paar Crafting Storages aufzubauen. Habe ich mir überlegt, dass wir die hier so rundherum aufbauen, wie man dann so sieht. Und dann hier eigentlich so wirklich auf dieser ganzen Ebene gucken, so Autocrafting-Sachen, möglichst so Maschinen und sowas hinklatschen. Dieser Kasten hier, da bin ich momentan Bottle of Enchanting am rausschießen. Wenn da irgendeiner eine effizientere Methode weiß, bitte sagt mir Bescheid. Ich habe es erst mit einem Dispenser versucht, das war relativ langsam. Der Autonome, es geht ganz in Ordnung, weil ich brauche jede Menge Level, habe ich gesehen. Und naja, die Mobfarm hat da ja so relativ gut mitgeholfen. Auf jeden Fall. Ich habe jetzt mal nachgeschaut. Das nächste Ziel, was wir eigentlich so in Angriff nehmen würden, wären echt schon in die Infinity Ingots. Will ich aber nicht. So, warum will ich noch nicht die Infinity Ingots in Angriff nehmen? Naja, schauen wir uns doch nochmal die Infinity Ingots an. So ein Infinity Ingot ist schon mal Extreme Crafting. Da haben wir noch das Problem. Infinity Catalyst, ist auch Extreme Crafting. Da brauchen wir die Singularities. Für die Singularities brauchen wir Neutronium Kompressor. Ist auch wieder Extreme Crafting. Da brauchen wir aber schon Neutronium Large Plates. Das heißt, wir brauchen Neutronium Ingots. Das heißt, wir brauchen einen Neutronenkollektor. Und so weiter. Ich glaube, ihr wisst, worauf das hinausläuft. Will ich jetzt nicht angehen. Ich würde jetzt eher gucken, dass wir alles erstmal vorbereiten. So. Was würde ich jetzt alles vorbereiten? Ich habe überlegen. Einmal würde ich die Rüstung weghaben. Ich will schon gucken, dass ich jetzt auf eine ordentliche Rüstung gehe. Vielleicht sogar erstmal auf die Civicio Armor. Dann sollten wir schauen, wenn wir uns mal die Draconicos anschauen. Die sind ja auch nicht so ganz einfach. Wir brauchen dafür Glowing Mangaloy. Blue Gems. Das ist quasi, wir gehen einmal zum Neptun und so weiter. Und das war's dann. Aber Galactic Craft würde ich erstmal hinten anstellen. Nur dieses Glowing Mangaloy ist erstmal der Knackpunkt. Witch Slack. So. Witch Slack haben wir jetzt schon 20.000. Wie habe ich das jetzt hergestellt? Induction Smelter mit. Wo haben wir das Rezept? Nee, das war's nicht. Auf jeden Fall, ich habe einfach hier Gold genommen, also Goldohr, und mit Sand vermischt. Hier haben wir's. Da kriegen wir zwar 20% mit Slack raus und wir haben schon mal gut Gold verarbeitet. Aber frisst auch gut Speicher. Deswegen würde ich jetzt erstmal sagen, machen wir den ersten Knackpunkt. Die Deep Storage Units würde ich gerne machen. So. Was haben wir davon? Oh, da haben wir sogar was. Da brauchen wir nur noch die Vakuum-Chests hier. Machen wir uns mal eine Truhe. Eine. Fertig. So, wir werden aber noch ein Rezept für den Pulsating Crystal brauchen. Und der Pulsating Crystal braucht einen Ender Diamond. So, und damit können wir jetzt auch das Rezept für den Pulsating Crystal machen. Die hauen wir hier rein. Wenn wir jetzt mal Vakuum machen, machen wir mal 4 Stück. Sehr schön. Und dann sollten wir jetzt auch hier das Rezept für eine Deep Storage Unit machen können. Und ich glaube, ich muss mir auch mal ein Interface-Terminal machen. So, dann schauen wir mal. Deep Storage Units können wir 3 machen. Okay, wir können gar keine machen, weil uns noch Rubber fehlt. Also machen wir mal so. Eins davon wird zu einem Rubber Bar. Sehr schön. Nochmal 1 zu 1.
Encode. Und machen wir dann so. Raw Plastic. Encode. Und zu guter Letzt Encode. So, noch einmal. Deep Storage Unit. Das würde ich gerne mal 4 machen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Alles klar. Ich weiß nicht, ob man das gerade im Video gehört hat. Wenn ja, sorry, keine Ahnung, was da draußen war. Dann gönnen wir uns mal ein wenig Burn Quartz und Quartz. Und wir machen uns dann hier, würde ich sagen, den... Ja. Den Platz für die Deep Storage Units. Ich kann überlegen, wir machen hier 18, das sind jetzt 8, genau. So, dann parken wir schon mal 4 Stück hier hin. Und hier müsste, meine ich, auch unten eine Leitung irgendwo verlaufen. Hier, genau. Dafür ein 24 verbraucht. Dann können wir ja von hier eine Leitung drüber machen. Genau, machen wir das. Dann kann ich das auch mal gerade anschließen. Cable, nehmen wir Dense Cable und Smart Cable. So, ein Dense Cable dann hier entlang. Und ich habe mich jetzt auch mal informiert, wir werden wahrscheinlich am besten auch ein paar Sachen ins Last Millennium auslagern müssen. Und da werden wir wahrscheinlich dann mit dem ME-System doch wieder arbeiten müssen. So, wo... Ah, sehr schön. Dann machen wir einmal... So, dann können wir hier ein Kabel aufziehen. So, und dann holen wir uns ein paar Storage-Busse. So, die habe ich noch, glaube ich, noch gar nicht gebaut. Wenn wir schon dran sind, die können wir auch mal gerade einspeichern. Wir brauchen ein Interface. Ach, der wartet jetzt auf einen Pure. Gut. Ein Interface. Und einen Sticky Piston. Ich habe auch ein paar Slimeballs gefarmt. Wieso farme ich noch welche, wenn ich schon Slimes habe? Das ist eine gute Frage. Es geht mir eher weniger um die Slimeballs. Es geht mir eher um das hier, um die Mobsoul. Weil wir werden später noch verdammt viele Mobsouls brauchen. Ja, komm, wenn wir schon dran sind, dann können wir mal gerade den hier machen. Hier ist voll. Ja, ich muss mein Interface Terminal machen, das geht langsam nicht an. Storage Bus, mach mir mal 8. Ich mach das immer so ein bisschen zuzuschauen. Ja, die sind jetzt gerade dran. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir hier Mannern fürs Dings bekommen oder sowas anderes. So, das will ich raus haben. Das will ich raus haben. Das will ich raus haben. Und das will ich raus haben. Und die will ich auch raus haben.
Das kommt da rein. Lock. Das war jetzt auch schlau. Wir sollten erstmal gucken, dass wir die hier ans dran kriegen. Ja. So, jetzt aber. 1, 2, 3, 4. Sind die nicht richtig verbunden? Habe ich einen Fehler jetzt gemacht oder? Device offline. Oh. Wieso sind denn die noch offline, frage ich mich hier. Ja, Yubi. Wie kommt das denn dazu? So. Ja, jetzt sind sie auch verbunden. Und wir machen hier eine... Wo war das jetzt nochmal? Hier Priorität von 1000. Dann machen wir hier Eisen rein, Priorität 1000. Gold, Priorität 1000. Und Silicon, Priorität 1000. Mit Slack lagern wir da gleich aus. So, und wenn wir dann jetzt nochmal hier die Platten nehmen, die schon was drauf haben, und dann hier nochmal durchschießen. Dann sollte sich das, glaube ich, auch schon hier drüben auffüllen. Ah, da. Eisen kommt rein. Die haben wir noch ganz schön gelockt. Oh, wie viel Eisen wir haben. Und wir haben wieder Platz auf den Festplatten dann. Das gefällt mir auch ganz gut. Gut, die füllen sich jetzt nicht. Hoppala. Da war ja noch. Haben wir noch Acceleration Cards? Card. Können wir noch eine machen? Beziehungsweise Diamond Wafer, verdammt. Ja gut. Dann können wir die eigentlich schon mal, das weiß ich mal machen können. Wir machen uns jetzt hier einfach drei Stück raus. Okay. Jetzt war ich zu schlau. Moment. Wo haben wir hier mit nichts drauf? Da ist nichts drauf. Da. Da. So. Die ist leer. Dies ist leer. Die ist leer. Die haben wir leer. Die haben wir leer. Zack. Das heißt, wir haben hier schon mal Platz von frei. Die müssen wir mal kurz lernen. Die ist leer. Die ist leer. Die ist leer. Die ist leer. Die. 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 Und die. Nur noch die beiden. Zack und zack. Und jetzt sollten wir da drüben jede Menge Zeug drin haben. Dann. Das ist 153.000 Gold. Ah, okay.
Nee, stimmt alles, ist alles drin. Ich habe gerade schon gewundert. Ich dachte, ich habe schon wieder zu groß gedacht, aber naja. So, dann, das haben wir schon mal erledigt. Dann gehen wir hin. Goldohr. Lass ich jetzt einfach mal wirklich komplett durchlaufen. So, Config, das soll exportiert werden. Und wir haben hier, glaube ich, die, genau, das steht noch auf Eisenerz. Machen wir mal so. Ah ja, das habe ich jetzt auch alles schon zu Resonant geupgradet. Können wir ja jetzt easy machen. Und wenn wir jetzt mal schauen hier beim Merge Select, dann schaut doch mal, wie schnell das hochgeht. Das ist das Wichtigste, nur der Merge Select. Den Rest Stahl können wir machen, können wir herstellen. Hier Block of Steel. 24.000 mal 9 ist genug. So. Dann würde ich gerne zum nächsten übergehen. Die neue Rüstung. Wenn wir uns jetzt. Na, Armor ist scheiße. Schauen wir mal nach einer Chestplate. Wenn wir jetzt mal gucken, was uns da alles möglich steht. Wir könnten uns eine Darkplate machen. Wow, das ist ganz gut. Uranium Chestplate, ne, hat wenig Durability. Obsidian, muss nicht sein. Ach, das ist alles irgendwie alles scheiße, ne? Also eine Reno Plate, ja gut. Battlesuit Chestplate. Können wir die machen? Ich würde sogar echt mal sagen, wir gehen erstmal auf die Civicio Armor. So, Civicio Armor. Wir brauchen erstmal Leder. Machen wir eine komplette Lederausstattung. Na? Zack. Und zack. So, das müssen wir jetzt upgraden zu Chain. So. Wieso darf ich nicht rausnehmen? Achso, okay. Hat einfach nur geleckt. Ja, hat El Servo ein bisschen Schluck aufgehabt. So. Oh, ich hatte noch Lederschuhe da drin. Ja gut. Was man nicht alles hat. So, das wird jetzt upgradet zu Eisen. Das wird jetzt ein langer Prozess. Aber wir machen das gemeinsam, damit ihr mal seht, dass ich das auch mache und nichts cheate. Solche Kommentare hatten wir ja schon. So, jetzt gehen wir auf die Lapis-Rüstung. Lapis, da. Zack. Zack. Und zack. Osmium. Ich glaube, ich mache das einfach so, das geht schneller. Mal gucken, wie lange wir die Rüstung jetzt, also wie weit wir die Folge noch kriegen. Weil das ist ja relativ schon am Ende. Aber naja, wir kümmern uns jetzt um die Bronze-Armor. Eine gute Bronze. Ne? Da, wo ich auch hingehöre. So. Stil. Wir nähern uns schon mal der besseren Rüstung langsam. Jetzt hat der wieder Schluck auf. Wo ist... Warte mal. Also, der hat sich jetzt schon da reingebracht. Gut, die Sanitrüstung. Alles gar kein Thema.
Boah, der hat aber heute ordentlich Druck auf der Server. So. Exoskeleton. Wer nicht weiß, was Exoskeleton ist das Zeug, was man aus dem Erebus bekommt von den Mobs. Von den ganzen Käfern. Es kann sogar sein, dass ich das Zeug nochmal nachfarben muss. Jade fehlt uns jetzt, aber fehlt uns auch nicht. Der Zeug redet wieder Typ, ne? Alter, was ist gerade. Nee, mein Internet ist das nicht. Wo haben wir's? Hier. Jade haben wir ja über die Mobs bekommen. Also hier über die Mobfarm. Zack. Zack. Zack und. Zack. So. Reinforced Exoskeleton. Jetzt wird's lustig. Habe ich mir gedacht. Jetzt muss ich im Erebus gucken, dass ich das nachfahren kann. Aber das werde ich natürlich offscreen machen, weil die Folge ist jetzt rum. Ich würde sagen, wir haben jetzt mal die Jade Armor. Von da an geht das dann wirklich nur noch rüber. Können wir mal hier gucken. Reinforced Exoskeleton Chestplate. Gravitite Chestplate, das kann ich dann auch mal, schätze ich mal, farmen gehen. Dia, Titanium, Spectre und dann kommt schon die Azio. Also wir sind schon gut dabei. In der nächsten Folge haben wir dann eine gute neue Rüstung. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.